Hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge von Forza Horizon 4. Ja, vor mir steht der 2009er Ford Focus RS der zweiten Generation. Damals ein wunderschöner Wagen mit 5-Zylinder-Motor von Volvo stand der nämlich. Mit knapp über 300 PS. Front angetrieben, wohlgemerkt. Das ist schon ein Frontkratzer, schön brutal das Ding. Ja, ein schöner Hot Hatch. Und zuallererst geht es auf meine Teststrecke. Mit einem Leistungsindex von 696 hat es gereicht für eine 3 Minuten 7,292. Dann liegt der Wagen zwischen dem Hyundai Veloster N und dem Subaru Impreza. Wobei der Subaru sogar noch 3 Punkte weniger hat und trotzdem über eine Sekunde schneller ist. Ja gut, es ist ein Fronttriebler. Das hat man auch deutlich gemerkt, dass es da leichte Probleme gab, was die Traktion angeht. Aber naja, egal. Kriegen wir schon hin. So, ich dachte mir, mit dem Wagen fahren wir mal eine Saisonmeisterschaft. Frühling. Die heißt Velociraptor. Das ist eine Offroad-Meisterschaft. Also für so ein Fahrtrennen. Ich guck mal. Also ich könnte noch einen Turbo-Rally-Motor einbauen. Ne, wir lassen hier schön Motor drin. Basismotor von Volvo. Ist ein relativ kostengünstig und ein robuster Motor. Aber ich meine, Rad wäre ein bisschen lame, ne? Bleiben wir bei Frontantrieb. Wo wir jetzt Offroad fahren werden. Kann das gut gehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Kurzer Spoiler, naja, und hinten. Ich meine, ich muss sagen, echt die Theke, die ist schon. Gerade für ein Auto mit nur knapp 300 PS, das ist schon amtlich. Also auch so Diffusor, Endrohre, das ist
Boah, das ist schon ganz schön fett und das ist halt absolut hässlich. Einfach nur. Auch dieses giftige Grün, das gefällt mir schon echt sehr, sehr gut. So, der kriegt Offroad-Reifen. Die Felgen finde ich geil. I like it. Erstmal würde ich gerne bremsen. Mal Gewicht, ne? Das ist ganz schön viel eigentlich. Gibt, glaube ich, nicht so viele Fronttriebler, die so viel wiegen. Glaube ich, eher selten vor. Dass ein Fronttriebler über 1,4 Tonnen wiegt. Naja. Mach ich einen Gehweg rein? Ah. Ach komm. Mach mal Gehweg rein. Die LI darf bis 800 gehen. Ein bisschen leichter. Aber ist halt frei bis 800. Da kann auch langsam sein. Also ich könnte aber auch eine Serie bei der Meisterschaft fahren. Das wäre in Ordnung. Aber ein bisschen 200 geht ja in Ordnung. Hier alle rein. Schön 6-Gang-Handschaltung. Was ich hier sehe, es ist ein Rechtslenker. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Ich meine mal gelesen zu haben, bin mir gar nicht sicher, dass die meisten Fahrzeuge, also die meisten von Focus S, ich glaube sogar 11.000 gab es, dass davon sehr viele nach Großbritannien gingen. Und deswegen halt logischerweise dann ein Rechtslenker waren. Das meine ich mal so gelesen zu haben. Dass ziemlich viele nach England gingen. Ich kann mich aber auch irren. So, Spurbreite. Gerne. Ich meine auch die Kotflügelverbreiterung. Das ist schon. Ist nicht gerade wenig. Ja, so eine schöne breite Spur, das passt doch eigentlich. Die gefällt mir. Motorleistung. Ja, viel mehr aber nicht. Vielleicht ein bisschen Turbo. Machen wir so, was ich 250 kW ungefähr. Wie wär's denn damit? Kommt 250 kW. So, was weiß ich, 360 PS vielleicht oder so. Geschätzt. 251 mal 1,36. Ne, 341 PS oder rund 340 PS. Ja, Alter. 485 Newtonmeter. Das ist echt nicht wenig. Muss ich ja mal sagen. So. Das weg. Und ja, ich kann ja mal farbentechnisch gucken. Ja, für den Wagen gab es ja auch eine WRC-Lackierung oder Rallye-Lackierung. Habe ich die nicht sogar schon mal. Genau, hatte ich sogar vorhin schon mal geguckt. Von Hachi 81. Das ist der Gamertag. Ja, bitte laden. Aber ich fand die irgendwie nicht so geil. Ich finde den Wagen jetzt so in diesem Grün. Die sieht schon echt gut aus. Ich kann ja mal gucken, was es noch für Serienfarben gibt. Das Grün passt echt gut. Dann auch mit dem. Hinten hier mit dem blauen RS-Logo. Den Blau gibt es noch und. Okay, Grün. Ich will den farblich komplett so lassen. Da will ich gar nichts dran ändern. Das gefällt mir so echt gut. Jo, wenn man jetzt natürlich ordentlich Wheels bin, das ist mir durchaus klar. Aber warum nicht? Auch mal gucken. Mein Allrad wär ein bisschen lame. Einfach das Allrad einzubauen und dann würde natürlich super gut passen. Das wäre kein großartiges Problem. Das wäre auch zu langweilig. Vortrieb ist dabei viel cooler. Natürlich auch der schöne Motor, ja. Wie schon erwähnt, stammt er eigentlich von Volvo, also keine Eigenentwicklung von Ford. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts gegen. Ich meine, Volvo baut auch schöne Motoren, also auch schöne Autos. Da kann ich nicht meckern. Ich habe bisher von Volvo nicht fast nur Positives gehört, dass sie sehr gute Autos sein sollen. Dass sie auch einen sehr guten Ruf haben. Alles mal hier bisschen kürzer. Top-Speed brauchen wir für die Meisterschaft sowieso nicht. Kannst du eh knicken. Einfach mal so. Zack.
vielleicht noch das Fahrwerk ein bisschen härter machen. Klaufrot-Fahrwerk ist natürlich vielleicht nicht schlecht bei der Sache. Aber ist ein bisschen härter noch. Wir fahren jetzt ja nur, ich sag mal, Rallye-mäßig was. Nicht irgendwie Querfeld einsachen. Machen wir alles hier. Ein Stückchen härter. So. Einfach mal so rumprobieren. Oh ja, mit Frontantrieb, das kann lustig werden. Mit 340 PS Frontantrieb. Eieiei. Schönes Teil, wie ich finde. Ich würde sagen, der ist sogar der schönste Focus S. Sound ist auch gut. Dann gehe ich mal hier zur Meisterschaft. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Ja. In 400 Metern rechts abbiegen. Und er ist schnell. Rechts abbiegen. Vor allem auch damals, ich meine, 305 PS, das ist echt nicht wenig. Links abbiegen. Obwohl es ja nur ein Ford Focus ist. Links abbiegen. Ich glaube, in einem, was ich, einem 3er BMW, würde ich 300 PS eher so nicht so spektakulär. Oder sowas. In der C-Klasse, so, ja. Scheiße. Du hast dein Ziel erreicht. Also in einem Focus, das ist schon echt heftig. So, wir bekommen als Belohnungen gibt es 10.000 Credits, 15.000 Credits und einen Wheelspin. Bin ich mir gerade nicht sicher. Okay, es geht. Bist du bereit für eine große Meisterschaft in diesem Frühling? Was rede ich da? Du hättest dich sonst ja gar nicht angemeldet. Ach, ficken. Dann nicht. Okay, ich dachte es mir gleich auch schon bei dem Bild. Weil bei der Meisterschaft nur in der Veloster oder Ford Raptor fahren darf. Macht aber nichts, dann fahre ich halt selber so hier rennen. Meisterschaft kann ich ja noch sowieso abbrechen. Ich finde, dann sollte auch, ähnlich wenn man die Meisterschaft hier startet oder halt an dem Event ist, sollte direkt stehen, dass man nur Veloster oder Raptor fahren darf. Beim Namen war es mir irgendwie so ein bisschen klar. Aber laut hier die Fahrzeugbeschreibung steht hier LI 100 bis 800. Also würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich dort alles fahren kann, was ich will. Was in diesem Bereich liegt. Das müssen vielleicht, finde ich, ein bisschen dazu schreiben. Zum Beispiel jetzt wie hier steht ja 908 Hypercars. Ist eindeutig. Darf Hypercars in der 2-Klasse fahren. Wenn ich das hier sehe, denke ich, darf alles fahren, was ein LI bis 800 hat. Das finde ich, das ist ein bisschen uneindeutig. Das muss man sich vom Namen ein bisschen ableiten. Kann aber auch wegen sonst irgendwas heißen, weiß ich ja nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das könnte man ruhig ein bisschen schöner machen. Dann machen wir halt keine Saisonmeisterschaft. Das finde ich wirklich erstmal ein Kritikpunkt im Spiel. Das ist nicht eindeutig. So, dann mache ich halt so ein Offroad-Rennen. Vielleicht noch zwei oder drei, mal gucken. Wagen ist in der Klasse Super Hot Hatch. Und darum wird die A-Klasse. Der alte RS3, der aktuelle Fokus, der MK3, durch Civic Type A, Hyundai, Megane S, ein Astra und natürlich ein Golf. Super Hot Hatch müsste dann ja eigentlich so Kompaktklasse sein. Hot Hatches sind eher hier im Spiel so Kleinwagen, so wie Renault Clio, ne, Opel Corsa. Und das Super Hot Hatch ist dann eher so Kompaktautos. VW Golf, Astra. Ich glaube auch bei Ford, ich glaube halt, ein Focus ist ein Kompaktauto und ein Fiesta ist ein Kleinwagen. Das ist ein Unterschied. Deswegen Polo ist auch kompakt und Golf ist ein Kleinwagen. Das ist nicht das gleiche. Danke. Auch noch geil sein würde, wenn man hier in den Fokus einen Mustang-Motor einbauen könnte. Oder Raptor oder sowas, oder vielleicht vom Ford GT direkt.
Wenn wir hier wieder was abgehen. Den richtigen Motor reinbauen. Ich meine, das ist ein schöner 15er Motor. Das ist echt schön. Das ist aktuell so ein Focus, der ist halt so ein 2,3 Liter EcoBoost Motor. EcoBoost muss nicht scheiße sein, das auf jeden Fall nicht. Ich meine, Ford Raptor und Ford GT sind hammergeile Autos. Aber halt so 2,3 Liter Vierzylinder ist halt nicht so geil, ne? Wäre ein Fünfzylinder deutlich geiler. Deutlich geiler Fit, wenn es was geben würde. So. Da haben wir extra Platz, das ist gar nicht mal so gut. Also schnell. Ups. Komm. Komm, krieg ich ihn hier noch wenigstens. Nummer 4, den silbernen. Nicht im Megan ist das. Die Nase auch gerade. Jetzt ein bisschen ungünstig. Warte. Ah. Komm, einmal noch. Okay, ich komme auf jeden Fall an die Gruppe hier vorne dran. Nicht so, dass die mir jetzt wegfahren. Das ist dann leider dafür ein wenig zu kurz. Deswegen, dass es noch für den vierten Platz reichen wird. Ja gut, war auch nur ein gutes Rennen. Ich meine, nicht mal 2,5 Minuten. Das ist bei Sprints halt so. Als zweites Rennen könnte ich jetzt ja einen Rundstreckenrennen fahren. Jetzt glaube ich auch ein paar Stück. So zur Auswahl. Und hier stellen wir selber so eins. Eine Offroad-Rundstrecke. Ein Dirt-Rennen. Dirt. D-Ö-R-T. Dirt-Rennen. Oh Gott, ey, bin ich behindert. Ach ja. Ist halt irgendwie so, ne? Es ist Wochenende. Eigentlich bin ich auch so behindert, egal ob Wochenende ist oder nicht. Macht eigentlich keinen großartigen Unterschied aus. Welche schöne Strecke nehmen wir denn? Was haben wir denn hier? So, das Sprintrennen. Ich will Rundstrecke fahren. Ein Sprint, Fabian. Ja. Die könnte man ja mal ausprobieren. Komm, nehme ich mal. Sieht ganz gut aus eigentlich. Oh, die ganzen engen Kurven mit Frontantrieb. Könnte lustig werden. Na, mal gucken. Ich habe nichts zu verlieren. Bei Regen, oh ja, von mir aus. Ich meine, Ehre habe ich ja sowieso nicht mehr. Also tiefer sinken kann ich, geht eh nicht. Bin schon unten angekommen. Obwohl, war ich jemals oben mit der Ehre? Eigentlich auch nicht. Ja, ich nehme mich auch selber nicht zu ernst. Ihr solltet mich auch nicht immer zu ernst nehmen. Ihr solltet ein bisschen Humor nehmen. Vor allem, ich habe ganz viel schwarzen Humor. Oh, der ist ganz schwarz. Oh. Oh Gott. Also da sind auch die Folgen Katze ganz Humanity, die ich gemacht habe. Die sind teilweise noch ziemlich harmlos. Da geht es aber noch deutlich mehr. Ich glaube, darüber würde sich vielleicht YouTube gar nicht mal so freuen, wenn ich sogar ein Videos machen würde, das wie Katze ergänzt. Also hier wird das hier auf jeden Fall nicht werbevoll, wenn ich jetzt Werbung machen würde. Das bezweifle ich mal. Solche Aussagen, die wir dort teilweise tätigen, die sind schon. Sind vielleicht andere Leute etwas empfindlicher als ich, was das angeht. Ich bin da eher so überhaupt nicht empfindlich. Solche Aussagen. Also vor allem, das muss ich auch immer betonen, wenn ich irgendwelche Witze mache über welche bestimmte Gruppen oder welche Leute, das ist meistens nicht ernst gemeint. Wenn ich irgendwelche schwarzen Witze mache, Judenwitze und alles oder sonst irgendwas,
Das ist alles nicht meine persönliche Meinung, das sind alles Witze. Das ist alles Humor. Diesen schwarzen Humor habe ich doch ziemlich viel. Ich will nicht immer alles so ernst nehmen. Oh Gott. Und auch mal gerne über sich selber lachen. Ist auch gut, wenn man das kann. Das kann ich auch sehr gut. Nicht immer das so ernst und steif und so. Mein Gott. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich muss gleich niesen. Ja. 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 Ja, ich niese behindert, ich weiß. Der Wagen fühlt sich auch voll eigentlich ziemlich gut. Die Reifen machen auch einen ganz guten Job. Nicht erwartet. Die Wheels sind eigentlich auch kaum vorhanden. So. Ich habe hier die A-Klasse und der Focus im Vorteil, sind beides Allradler. Natürlich jetzt nur meine Frontantrieb. Was in der A-Klasse? Ist vorbei oder nicht? Okay, dann. Dann ist nicht lieber vorbei. Warte, meine Nase juckt. Immer während der Aufnahme muss ich anfangen zu jucken, ey. Meine Nase ist auch so ein bisschen voll. Wenn ich mir dann falls mich so ein bisschen komisch an, ne? Letztlich vorbei, komm. Ist ja dumm von mir. Der Klasse auch noch vorbeigelassen, aber mein Gott. Das kriege ich eh wieder. Wo die sogar beide hier, A-Klasse und Focus, die haben sogar Serie mehr Leistung als ich jetzt Tune. Finde ich viel besser ab. Na, der Focus, der bleibt noch dran. Muss der schalten. Okay, der, Alter, der Megane, glaube ich. Ja. Ich würde gerne mal den neuen Megane ins Spiel bringen, das würde ich cool finden. Finde ich auch eigentlich ziemlich ansprechend hier. Vor allem für einen Renault. Der Renault-Modell jetzt generell nicht so unbedingt optisch ansprechend. Und so ein neuer Megane, das gefällt mir echt gut. Muss ich sagen. Auch der neue Renault Alpine A110. Die neue Auflage. Finde ich auch geil. Lieber cool finden. Wenn das. Ups, wenn das geben könnte im Spiel. Das ist immer so eine Sache. Lizenzen, ob man die bekommt, ob man die überhaupt Autos im Spiel möchte. Natürlich immer so die Frage, was möchten die Fans? Was möchte möchte der Entwickler für Autos im Spiel haben? Welche Lizenzen bekommt er? Es kann sein, dass Fans ein Auto möchten. Oder irgendein Automarke oder irgendwas. Sie auch, aber Lizenz nicht bekommen. Kann auch sein, dass die Fans ein Auto möchten, aber Nintendo das nicht will. Oder Playground Games. Das kann auch gut sein. Man weiß es halt nicht. Also der Scheitert kann es daran liegen, dass sie es entweder nicht wollen, dass sie das Auto nicht im Spiel haben möchten, dass sie lieber was anderes haben möchten, oder dass sie Lizenz nicht bekommen. Kann beides sein. Das ist das Schwierige, halt, wenn man Autos so ein Rennspiel mit Lizenz, das ist halt ein schwieriges Thema. Lizenzen. Ist halt nicht einfach. Dann halt auch schwierig zu beurteilen, warum ein Auto nicht ins Spiel kommt. Irgendein Auto wird sich für sich seit vielen Jahren oder so gewünscht, aber es kommt auch nicht ins Spiel. Ja, woran liegt es denn? Das ist die Frage. Kann man sagen, hört ihr wirklich nicht auf die Community? Könnte man sagen. Oder wollen die keine Lizenzen oder kriegen die keine? Zum Beispiel bei Toyota ist es ziemlich eindeutig. Fans möchte Toyota. Playground Games eigentlich auch. Weil eigentlich war Toyota immer ein Forza drin. Aber Toyota möchte nicht. Das ist halt so.
Aber bei anderen Autos kann es auch durchaus sein, dass die Fans sagen, ey, wir wollen das Auto im Spiel haben. Aber Playground Games sagt, nö, wollen wir aber nicht. Ist ja auch dein gutes Recht, würde ich, verstehe ich auch voll und ganz, wenn sie das nicht möchten. Ja, ist ja jedem das Seine. Ich weiß nicht, was ich gerade als Idee habe. Nee. Es gibt ja auch dieses Schaurennen-Remix, ne? Oder wie das heißt. Wo ist denn das? Ich mach mal Saisonveranstaltung. Ist das nicht hier irgendwo gekennzeichnet sein? Na, guck ich mal in die Festival-Spielliste. Oder gibt das gar nicht mehr? Also, Forza live. Die Prüfung. Gibt's doch diese Season gar nicht, oder? Schau ein Remix? Haben sie das rausgenommen? Komisch. Ich meine, das gab's letzte Woche noch, oder? Also im Winter, ja, im Winter. Wo ist denn das jetzt hin? Da bin ich einfach nur zu. Der Winter. Genau, Schaurennen Remix. Da ist es noch. Es war zwischen Prüfungen und diesen Sommer. Ja, ist jetzt anscheinend, gibt es nicht mehr. Okay. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Wer weiß, was dann vielleicht mit dem nächsten Update kommt. Der Stream dazu kommt ja am nächsten Montag. Das soll, glaube ich, der 8. April sein. Aus meiner Sicht. Wenn die Folge rauskommt, war der Stream wahrscheinlich schon. Gucken, was es denn so Neues gibt. Was da so geplant ist. Mal gucken. Vielleicht wird ja auch schon die zweite Erweiterung angekündigt. Oder vielleicht auch schon etwas präsentiert dazu. Ein Teaser oder sowas. Mal gucken, was da so Schönes gibt. Ich würde sagen, komm, heute war es das einfach mal. Da war's. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wo es wieder ein sehr schönes Auto geben wird. Was ich schon mal sagen kann, es ist ein Aston Martin. Aber mehr spoilere ich mal nicht. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und tschüss!